Die Hand macht es ganz von selbst. Immer wieder greift sie zu den Chips, bis sie weg sind. Ganz besonders gern tut sie das, wenn ein gemütlicher Fernsehabend angesagt ist oder König Fußball bei der EM in wenigen Tagen wieder für wochenlange Spannung sorgt. Grund genug für den Verein für Konsumenteninformation, sich beliebte Knabbereien genauer anzuschauen. Volltreffer in puncto fett, salzig und extrem kalorienreich. Wo es sonst noch Eigentore gibt, Onkel Tackerts. Wenn man nur aufhören könnte, aber Schluss ist leider meist erst dann, wenn das Sacker leer ist. Bei Chips und Co. ist der Suchtfaktor besonders groß und diese Knabbereien sollten wir uns nur hin und wieder gönnen. Mit einer Packung Chips oder Snips kann ich durchaus mehr als die maximale tägliche Dosis an Fett zu mir nehmen. Beim Salz ist ungefähr die Hälfte der maximalen täglichen Menge laut WHO. Also es ist eine ganze Menge drinnen und umso ärgerlicher ist es, jeder, der Sackerl-Chips aufmacht, weiß, dass es alleine oder zu zweit auffuttert. Aufhören geht einfach nicht, auch gefördert über das Salzige und über den sogenannten Wohlgeschmack. Um es den Konsumenten schmackhaft zu machen, versuchen viele Hersteller, ihr Knabbergebäck schlank zu rechnen und geben die Nährwerte für eine 30-Gramm-Portion an. Und das ist gerade einmal eine Handvoll. Hand aufs Herz, wer kann sich damit schon begnügen, wo doch die Packung schon einmal offen ist. Überhaupt scheinen es Hersteller mit den Nährwertangaben nicht ganz so genau zu nehmen, wie der VKI feststellen musste. Bei den Kennzeichnungsmängeln geht es oft, dass Nährwerte ganz stark abweichen von dem, was wir analytisch festgestellt haben. Und ich denke, als Konsument will ich mich doch verlassen können, wenn ich mir jetzt Kalorien anschaue oder einen Fettgehalt oder einen Salzgehalt, dass der häufig stimmt. Diese 21 Kandidaten, Paprika-Chips, Erdnuss-Snips, Brezel und Stapelchips, sind dieses Mal von den Testern genau durchleuchtet worden. Eine bunte Mischung aus Handelseigenmarken und Markenprodukten. Beim Salz steht die Ampel bei den Paprika-Chips, Erdnuss-Snips und bei den Brezel auf Rot. Lediglich die Stapelchips liegen hier etwas drunter und dafür leuchtet die Ampel gelb. Beim Fett schlägt die Ampel bei allen Chipsorten und den Erdnussflips Alarm. Etwas geringeren Fettgehalt haben die Brezel, daher steht die Ampel auf gelb. Aber nicht nur zu viel Salz und Fett steckt in den Knabbereien, sondern auch Acrylamid, das bei stärkehaltigen Lebensmitteln durch den Bräunungsprozess beim Braten, Backen oder Frittieren entstehen kann. Hier macht die Menge das Gift. Das heißt, es gibt einen Richtwert von der EU, und wenn Produkte mehr als diesen Richtwert enthalten, dann muss quasi die Behörde gemeinsam mit dem Unternehmen tätig werden und schauen, dass sie das Acrylamid runterbekommen, weil es eben im Tierversuch krebserregend ist und auch erbgutschädigend. Der EU-Richtwert liegt bei 1000 Mikrogramm pro Kilogramm Chips. Die Paprika-Chips von Penny liegen da weit darüber und haben daher als einziges Produkt im Test ein nicht genügend kassiert. Penny dazu in einer schriftlichen Stellungnahme an den VKI. Im Rahmen der Sorgfaltspflicht wird die Rohware bereits beim Lieferanten auf das Acrylamidpotenzial vor der Verarbeitung untersucht. Dieses war bei der von Ihnen untersuchten Charge ebenfalls in Ordnung. Es wird daher von einem bedauerlichen Einzelfall ausgegangen. Dennoch werden wir aufgrund des Resultats unsere routinemäßigen Untersuchungen auf Acrylamid intensivieren. Der heimische Marktführer Kellys hat mit seinen Produkten Soletti, Sonnenland Farm Chips und Snips zwar passabel abgeschnitten, kritisiert aber das Testverfahren. Stein des Anstoßes sind immer die Messmethoden. Wir machen im Jahr ungefähr bei Chips beispielsweise 10.000 Tests. Vor allen Dingen, was Acrylamid anbelangt. Was wir aber sehen, ist, dass zwischen den Testinstituten teilweise Unterschiede in den Ergebnissen von bis zu 150% bestehen. Also ich denke, die Analyse vom Acrylamid läuft in akkreditierten Labors und ist ein Wert, der potenziell gesundheitsschädlich ist. Also das heißt, wenn ich über diesem Richtwert deutlich drüber bin, kann ich das auch nicht wegdiskutieren, weil eben eine potenzielle Gesundheitsgefährdung vom Konsumenten gegeben ist.
Die Knappereien von Kellys zählen zwar zu den teuersten im Test, die Produkte haben jedoch eine TÜV-Zertifizierung. Bei Chips beispielsweise kommen die Erdäpfel ausschließlich von heimischen Lieferanten. 32 Tonnen werden davon im Jahr verarbeitet. Warum wir übrigens bei Chips und Co. so schwer aufhören können? Laut Wissenschaft bestehen sie zu 50% aus Kohlenhydraten und zu 35% aus Fett. Genau wie Schokolade. Und da hat man ja dasselbe Problem.